Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Schweinsteiger Ball 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie versprochen gibt es heute das erste Szenario zu der neuen Strecke LGV Mediterranee. Wir fahren das Szenario Schleudergang im TGV Duplex der 200er Serie und fahren einen Hochgeschwindigkeitszug von Marseille nach Avignon. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 1 von 5 Schwierigkeit. Szenariomäßig schreiben wir den 9.10.2020 und es ist 9 Uhr. Wir beginnen in Marseille, Saint-Charles. 8200 Punkte für die Goldmedaille. Und des Weiteren sehen wir dann, wie uns in-game. Willkommen in Marseille. Heute werden Sie diesen Hochgeschwindigkeitszug nach Avignon über Aix-en-Provence fahren. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Mein Ziel für die, also meine Herangehensweise bei Strecken von Train Sim World oder Train Sim World 2, wie auch immer man es bezeichnen mag, allgemein von Train Sim World ist, beziehungsweise Train Sim World war und ist, dass ich mich erst darauf fokussiere, die Szenarien zu fahren, danach widme ich mich, danach widme ich mich dem Fahrplanmodus per Zufallsgenerator und den Hauptschlag wieder aktivieren. Und ich habe mich bisher noch gar kein bisschen, im Gegensatz zu beispielsweise Lavan mit dem Fahrplan, mit dem Szenario Planner beschäftigt. Bevor Sie losfahren, öffnen Sie die Türen und lassen Sie die Fahrgäste an Bord. Dann öffnen wir doch mal links die Tür, den Scheibenwischer. Machen wir auf 1 und geben dem ein 10er-Intervall, was auch immer ein 10er-Intervall ist. Und ein 40er-Intervall. Ich würde sagen, erstmal noch ein 10er-Intervall und später ein 40er-Intervall. Stellen wir den Richtungswender auf vorwärts. Also ich habe mich mit dem Szenarioplan auch überhaupt nicht beschäftigt. Wir gehen erstmal auf die manuelle Steuerung. Aufgrund des Regens werden Sie schlechter sehen können. Doch das TM430-Sicherheitssystem wird Sie sicher leiten. Folgen Sie ihm, wie Sie es im Training gelernt haben, und wir kommen sicher ans Ziel. Es ist Zeit zum Losfahren, schließen Sie die Türen. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem schönen Schließen jetzt funktioniert. Das hat ja immer entweder lange gedauert oder whatever. Okay, doch noch einmal aufdrücken. Es bimmelt, dann können wir die Zugbremse anlösen, sodass wir den Druck auf 5 bar haben, und dann können wir den Kombihebel drücken. Und jetzt, wo wir auch nicht die Bremse auf Halten haben, können wir auch gemütlich losfahren. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir prinzipiell auch hier schon mit der automatischen, mit der kurz angucken, wie sie nochmal heißt. Ups, ich wollte nicht bremsen. Dass wir mit der Geschwindigkeitsvorgabe prinzipiell auch hier schon fahren könnten. Auch prinzipiell, also wird bestimmt auch funktionieren, aber wir machen es mal einfach nicht. Ich einfach mal gucken, was wir halt so für Sicherheitsthemen haben. Ich kenne mich ja nur kein bisschen damit aus. Ich mache es einfach trotzdem nochmal. Und guck einfach mal, was passiert. Einfach um zu schauen. Also ich habe das Gefühl, dass es
ähnlich einfach ist, wenn ich es jetzt gerade so betrachte. Wir haben alle Sicherheitsthemen aktiviert. Wir können nichts mit entfernen, mit Ende, mit Bild runter machen. Wir können nur was mit der Kuh machen. Sowohl, dass wir das Sicherheitsding drücken, als auch, dass wir wachsam sind. Von daher würde ich sogar schon gerade fast riskieren, echt mit zum Sicherheitssystem zu fahren. Und ich bin gespannt, wie das Ganze so wird. Sieht schon schick aus, ne? Oh. Das so? Nein, das war so. Ab und zu kann man auch mal wieder einen Screenshot dafür machen. Dann gehen wir erstmal ein bisschen volle Leistung. Also wir können ja sogar wirklich tatsächlich hier zumindest so einen Kilometer vor der Umstellung auf Gleichstrom. Bis dahin können wir zumindest mit zentriertem oder mit festem Kamerabild fahren. Es ist gerade echt super, dass gerade die Sonne rauskommt, ne? Die Sonne hat gefühlt sich 300 Tage nicht mehr gezeigt. Dass er jetzt rauskommt, aber das Gute ist, dass ich das Spiel verschieben kann und deswegen mal auf dem Monitor das Spiel habe, wo ich das Ganze auch heller machen kann im Monitor. Wodurch ich dann wieder ein bisschen mehr sehe. Dann haben wir gleich die 110 Kilometer pro Stunde erreicht. Schön, einfach nur schön. Wir sind noch nicht im 140er Bereich. Ich dachte, wir sind schon längst drüber mit auch im hinteren Teil des Zuges. Okay, jetzt. Noch 4,8 Kilometer bis zur Schutzstrecke. Können wir uns das auch besser einprägen, auch wenn wir es nebelig haben und verregnet haben, muss ich mir jetzt gut einprägen, wo dieser Spot ist. Fahren wir durch diese beiden Überbrückungen. Machen wir gleich auf normal, damit wir unseren Kollegen nicht blenden. Oh. Das war doch schon reduziert gewesen. Oh, jetzt bin ich so schnell. Das war wahrscheinlich der Wahnsinn, dass man zu schnell ist. Haben wir hier durch die Stadt. Rechts haben wir so ein Zäunchen, dann wird es dreispurig. Genau, sobald es vierspurig ist, können wir das, denke ich mal, dann umändern. Also das ist jetzt ja schon fast in dem Bereich, wo wir es tun könnten. So, wie war das noch gleich? Das war Stromabnehmer senken. Gleichstrom auf LGV. Und sobald wir das RV-Zeichen. RV. Was RV? RVL? RLV? Sowas war es, glaube ich. Das muss man halt noch erkennen, ne? okay, jetzt haben wir verhalten sogar nicht mal in Aix-en-Provence. Mit Fall vorzuführen muss der Wahrscheinlichkeitsmus auf 25 kV Wechselstrom. Okay, dann war es andersrum. Gleichstrom zu Wechselstrom, so dann halt.
REV, wir sind jetzt im REV. Jetzt sind wir im Bereich, jetzt sehe ich nichts. Dann können wir jetzt, wir sind auf LGV, genau. Das heißt, wir können jetzt den Schmutten hier wieder heben. Nicht. War das nicht so? Verdammt. Auf Wechselstrom. Das wäre LGW gewesen. Ach, jetzt weiß ich, was ich gegessen habe. Wir müssen das natürlich aktivieren, den Leistungsregler. So, dann die Geschwindigkeitsvorgabe auf Max. Okay, das war der Clou. Das daran muss ich auch denken, dass ich hier... Man muss gefühlt auch sehr viel machen, ne? Also... Okay, ich muss dran denken. Es ist prinzipiell komplett simpel, ne? Können mal den Scheibenwischer Intervall auf 0 machen. Einiges ist simpel. Man hat die Schutzstrecke. Man senkt den Stromabnehmer. Man stellt ihn Stromabnehmermodus auf LGV. Sobald man im REV-Bereich ist, hebt man ihn wieder und dann muss man nur noch den Leistungsschalter schließen, damit wirklich alle Antriebsachsen wirklich auch ihr Dings bekommen, ihre Leistung ziehen können, wodurch halt jedes halt genügend Power bekommt und so weiter und so fort. Dann können wir das Licht ja prinzipiell jetzt wieder ausschalten. Punkte waren das nochmal? War das 8600 oder 8000? Ich weiß es gar nicht mehr, verdammt. Aber dann habe ich schon fast rechnen, dass ich wieder vergesse. Bei einer neuen Strecke dann auch noch einem neuen Zug und dann so richtig rein. Ich meine, das waren 8000. Entweder 8000 glatt oder nicht. Werden wir sehen. Also auch, also ich finde aber dieses Sicherheitssystem auch nice mit dem Gebimmel. Also wir haben, auf der einen Seite haben wir PZB und SIFA, wo du schreien aus dem Fenster rennen willst, weil es so schrill ist. Auf der anderen Seite haben wir die AWS und die Driver Safety Device, die entweder bimmelt, wenn man über, also AWS bimmelt, wenn man über ein grünes Signal, quasi über einen Magneten fällt, wo man noch ein grünes Signal hat. Und dann gibt es noch, dann hat man halt noch den Punkt, jetzt können wir wieder den Intervallmodus auf 40 stellen. Und dann gibt es noch den Modus, dass man halt ein bekommt, aber halt einen dumpfen Ton, einen dumpfen Warnton. Und hier haben wir halt wieder, haben wir quasi das beides gemischt, so gesehen. Wir haben das Gebimmel von einem grünen Signal, wie wir es beim Automatic Warning System haben. Wir haben halt die schrille Komponente und auch die dumpfe Komponente. Die dumpfe Komponente von dem AWS-Warnton, wenn wir ein gelbes Signal haben. Und den schrillen Faktor von AWS. Von SIFA und PZB.
Und jetzt haben wir noch 67 Kilometer bis Avignon. Ich glaube, wir können den Intervall doch runterstellen auf 10. Chief unlocked TGV breathing though. Breathing through. Wahrscheinlich, weil wir jetzt 20 Kilometer gefahren sind oder so. Wahrscheinlich 20 noch dabei, deswegen gehe ich mal von 20 Kilometern aus. Also 20 Kilometer gefahren. Ich könnte ja mal gucken. Aber ich habe Angst, dass gleich wieder das Warnsignal ertönt. Da kann ich jetzt gucken. Ja, genau, 20 Kilometer, aber ich lag richtig. Haben wir auch unsere Höchstgeschwindigkeit zumindest für diesen Abschnitt erreicht. Wir haben noch 64 Kilometer bis Avignon. Wir haben... in 15 Minuten sollen wir dort sein. Aber wir sind ja auch schnell unterwegs. Was haben wir denn hier so Feines? Schön in den, ins Bergmassiv. Da haben wir nicht runtergebremst. Wahrscheinlich schon, aber es ging gerade zu stark bergab. Ist es meine Theorie gerade. Okay, das ist gut zu wissen, dass die Strecke sehr hügelig ist und man auch nachbremsen muss. Nehmen wir jetzt einfach komplett die Leistung raus. Solange bis es wieder bergauf geht, wie jetzt in diesem Fall. Ah, schön hier mit den Nebelschwaden. Es ist schon eine schöne Landschaft, ne? Auch so dieses hügelige, dann noch mal die Tee darüber. Auch wenn wir nicht viel davon mitbekommen, weil es nebelig ist, aber schön ist es trotzdem. Bei schönem Wetter sähe es natürlich noch besser aus, aber das ist ja meistens der Fall, ne? Wobei Regen und Nebel halt auch mal nice aussehen kann in den Tälern und so. Also wieder bergab, oder kommt mir das nur so vor? Leicht bergab, also wieder stärker. Nehmen wir die Leistung raus und lassen uns runterrollen. Kommen wir echt gar nicht wirklich mit der Bremse runter, ne? Das ist schon der Wahnsinn. Wie stark es dann bergab geht, da muss man echt aufpassen. Da kommen wir 6 Kilometer, dann dürfen wir sogar die Leistung erhöhen auf 320 Kilometer pro Stunde. Jetzt hier wieder bergab. Sobald es bergab geht, einfach mit 100% mit Maxbremse reinbremsen. Die Geschwindigkeit kann man eh wieder aufbauen. Das Aufbauen der Geschwindigkeit ist nicht das Problem, eher das Abbremsen, vor allem bei solchen Gefälle. Bei Gefälle von, ja okay, bei 1,5% scheinbar können wir noch gut runterbremsen mit dem TGV Duplex, aber so ab 2% ist das dann schon even possible. Jetzt können wir die Geschwindigkeit erhöhen auf 320.
werden wir weiter Richtung Avignon rasen. Bin ich ja gespannt, wie stark die Hügellandschaft uns Punkte kosten wird. Oder Punkte kosten werden kann. Auch in den anderen Szenarien und in dem Fahrplanmodus und auf den Schrecken und so weiter. Trains in World 2 Unstoppable, schief mal anlockt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade 1000 Kilometer gefahren oder so insgesamt. Kann natürlich sein, wir sind allein auf der Schleiferstrecke Köln, sind wir 600 Kilometer gefahren oder so knapp. Es geht ordentlich bergab mit 3,2%, aber es geht auch da hinten wieder bergauf, von daher. Wieder hier über eine schöne Brücke. Wieder einen Tunnel rein. Also man ist schon schnell unterwegs, ne? Oh, Maxbremse. Dann auch einfach mit der Bremse nachbremsen. Die Bremse wollte ich eigentlich gerade nicht nehmen, aber gut. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt nur mit dem Leistungsregler bremsen, ich sollte vielleicht auch mit der Bremse bremsen, dann würde ich auch runtergebremst werden. Ich plepp. Okay. Notiz an mich, wenn es bergab geht, nicht mit dem Kombihebel bremsen, sondern die Bremse anlegen. Ja, die wird dann schon passen. So, noch 37 Kilometer bis Avignon. In 8 Minuten sollen wir etwa dort sein. Boah, passt zeitlich. Weil ja wahrscheinlich, ich vermute mal, dass wir so ungefähr ein paar Kilometer vor Avignon auch wieder deutlich, erheblich abbremsen müssen. Was gut ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, hier auf der Strecke sind noch gar keine Güterzüge unterwegs. Es gibt ja auch teilweise Schnellfahrstrecken, wo es halt auch Güterzüge gibt, die drauf fahren. Wir sehen uns das damit für den Kollegen nicht blenden, dann können wir das wieder auf normal stellen, die Spitzenhelligkeit. Ja, die Spitzensignalhelligkeit. Gerade ganz kurz hochgesteuert. Ah, hier schön. Über den Fluss drüber. Landschaftlich auch im Nebel stark. Scheint es noch deutlich mehr bergab. Ich glaube schon, ne? Sieht zumindest so aus. Als ob das hier abschüssig ist. Und wieder komplett lösen, auch wieder Leistung geben. Okay,
Wir sind jetzt bei 6021 Punkten. Aus von 8000 Punkten, das sollten wir da eigentlich mal gut hinbekommen. Mein Ziel ist immer, die Goldmedaille zuerst, oder die Goldmedaille, mein Ziel ist, ich peile mich eine Goldmedaille an und ansonsten versuche ich halt so gut es geht zu fahren, dass man halt so gut wie möglich, so wenig Punkte wie möglich liegen lässt. Dafür sind die Punkte ja da und abseits davon halt das Ganze genießen, die Fahrt, die Landschaft. Wir sind schon an einem Umspannwerk scheinbar vorbei. Was gelb ist, aber es war das grüne Signal. Nevermind. 19 Kilometer haben wir noch. Es ist halt die Frage, ob wir jetzt auch noch mal vor Avignon aus dem LGV-Modus rauskommen. Ich glaube nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Fahren wir dann, glaube ich, gerade landeinwärts. Ich meine, die Strecke geht nach. Also die LGV Mediterranee geht Richtung, also geht von, ich habe vergessen, wie es hieß, nach Marseille oder Nîmes. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die LGV-Strecke auch nach Avignon noch weiterführt, aber halt jetzt nicht für uns, nicht nicht hier auf der LGV Mediterranee, weil halt nur ein Teil der Strecke dargestellt ist. Wir haben ja nur 93 Kilometer und die LGV Mediterranee ist offiziell insgesamt ja 250 Kilometer lang. Laut Wikipedia wohl bemerkt. Runter auf 300 Kilometer pro Stunde. Dann haben wir eine schöne, nice Brücke. Oh, wir sind aber schon in der 300er Zone. Hä? Kommen doch erst in 1,5 Kilometern. Nein, mir ist das egal sein. Aber es ist auch so. Also, wo kommen wir immer noch? Maximale Punktzahl. Ich bremse einfach so frei Schnauze mal runter mit der Geschwindigkeitsvorgabe. 270 war richtig. Was war denn danach? Danach war glaube ich 220, oder? Wir haben noch 6 Kilometer bis, 6,5 Kilometer bis Avignon, 3 Minuten haben wir noch Zeit dafür. 230. Gehen wir auf 180 runter. 170 haben wir hier. Okay. Alles klar, dann hätte ich doch nochmal nachbremsen müssen, weiß ich Bescheid beim nächsten Mal. Dann
landen wir mal. Alles klar, dann sind wir das schon mal hier reingerasselt. Jetzt leuchtet aber auch alles an, ne? Leuchtet alles? Nee. Oh wow, ich hätte mich einfach nur lösen müssen. Oh, please. Ah, oh, Noob Factor on point. Noob Factor war sowas von on point. Hätte ich mal einfach nochmal drauf gedrückt, ne? Das wäre einfach gewesen. Aber ich wäre zu einfach gewesen. Offenbar. Vielleicht aber auch nur mal 180 reinfahren. Mit 80. Na, jetzt schließlich schon bei Avignon. Ich wollte was vergessen auszuschalten, das muss man ja jedes Mal auf einer neuen Strecke nochmal neu ausschalten. Standardmäßig kann man das ja nicht einfach behalten. Auch ein interessanter Bahnhof in Avignon. Ein bisschen zu spät. Ein bisschen zu weit rüber. Dann öffnen wir nochmal die Türen. Okay. Aber wir haben heute, oder ich habe heute sehr viel gelernt. Vor allem beim Freischnauze fahren. Sehr viel gelernt. Wenn man bedenkt, dass es einfach nur komplett Freischnauze war. Ich habe gelernt, wie das mit dem Zugsicherheitssystem funktioniert. Ich habe gelernt, dass ich auch mehr mit der Zugbremse arbeiten muss. Dass die Zugsicherheitssysteme nicht einfach reichen. Und dass ich... Und wie ich mich aus einer Zwangssache befreien kann. Und das alles ohne irgendwas. Das alles einfach frei Schnauze. Das ist sehr gut. Gut gemacht, das war's für diese Fahrt. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Schleudergang, eine Haltegenauigkeit von 14,7 Metern. Wir sind... Okay, geil. Neues Level, Level 36. Mein Ziel ist ja mehr oder weniger 2021. Ich habe das Gefühl, ich werde das sogar überschreiten, Level 100 zu erreichen. Wenn ich Level 100 überschreite, bis Mitte des Jahres, weil wir das nochmal anheben auf 200. Wir sind Level 4, kurz vor Level 5 auf der LGV Mediterranee und im Duplex sind wir kurz vor Level 5 ebenfalls. Wir haben 35 Minuten benötigt, 93,25 Kilometer zurückgelegt, 8746 Punkte bekommen und eine Goldmedaille. Dann wollen wir uns nochmal zum Abschluss anschauen, welches Szenario uns morgen erwartet. Marseille und zurück. Fahren Sie einen Hochgeschwindigkeitszug nach Marseille inklusive Rückfahrt nach Avignon. Ah, Moment. Ah! Ah, okay, das heißt, wir fahren. Oh, habe ich es ja beim ersten Mal, als ich sie gelesen habe, falsch verstanden.
Das heißt, wir fahren von Avignon nach Marseille und dann wieder zurück. 60 Minuten soll das Ganze dauern, 7700 Punkte für die Goldmedaille. Das alles erwartet uns dann morgen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Transformers 2 Video wieder.